Ein Server kann das gebrauchen. Ein Außenposten. Mit Pferchen. Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Ich muss seinen Weg da reinfinden. Ein Scan des Gebiets würde mir zeigen, was mich erwartet. So könnte ich Rebellen oder Maschinen im Fokus markieren und im Auge behalten. Erstmal aufräumen, bevor ich mich umsehen kann. Allmählich regst du mich auf, Fremde! Viele Pferche, nicht so viele Maschinen. Wo sind sie hin? Ich sehe mir mal die Höhle an. Das ist Reserve für später.
Brücke. Das könnte mein Weg hinüber sein. Das war eine Hälfte der Brücke. Wie lasse ich die andere herunter? Wo die Seile an der Brücke befestigt sind, scheinen ein paar Schwachstellen zu sein. Das kann ich nicht ziehen. Die Brücke ist unten. Anscheinend in einen Tunnel. Die Rebellen hielten hier also Dornrücken. Die Maschinen stürzten in den Tunnel, der einbrach, als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Alvins Sprengstoff den Krater gerissen hat? Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren. Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvins Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Alvin. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvend her. Und Petra auch. Da kommt Alvend! Hier zitiert wie ein elendes Schankwein. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Krater... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvind. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Albert ist schuld.
Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvend. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Gierig wie immer. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht. Nieder mit Orbus! Steht ihm recht. Weg von mir. Dreck steht dir gut, Alvend. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Oh, okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Erstaunlich, dass du dich von deiner Werkbank hast losreißen können.
Wo in Frage? Wurde auch Zeit, dass er wieder in das Loch. Kriegt, aus dem er kam. Du bist doch der Feuerkopf, der Alvind aus der Schmiede rausgeworfen hat. Petra meinte, du hast Ärger. Und Ärger ist immer gut für mein Geschäft. Sieh dich um. Solche Waffen findest du sonst nirgendwo im Schrecken. Garantiert. Schau mal wieder rein, Rutschow. Vielleicht ist mein Glückshammer bis dahin auch fertig. Vielleicht lässt du ihn mal heil. Zu. Dein Mitgefühl erwärmt meine Schmiede. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche.
unten. Beine wurden zum Springen gemacht und zum Treten kein zweiter. Leicht. Mal sehen, was ich finde.
jetzt. Laut den Koordinaten, die ich vom Turm aus gescannt habe. Eine Werkstatt unter einem toten Horus-Titan. Genau der Ort, an dem Silent sich verkrümeln würde. Aber was hat er hier gemacht? Das Gerät blinkt. Ich schätze, Silent will, dass ich es überprüfe. Armer Hades. So beengt hier drin. Kein Platz zum Nachdenken. Man kann nicht mal sprechen. Die Prozessorkugel eines Titanen auf der anderen Seite. Na, das kennst du ja. Sobald ich dich da draufgeladen habe, hast du es viel bequemer. Zumindest bis zu den Verhören. Protokoll. Das meiste ist zensiert. Aber anscheinend hat Silence dran gearbeitet, dass Hades redet. Aloy, lass diese Nachricht ein Licht sein, das dich aus dem Nebel der Unwissenheit führt. Mit Sprengstoff habe ich die Prozessorkugel vom Titan gelöst. Ein perfekter Käfig für unseren gemeinsamen Freund Hades, mit dem man ihn zur Kooperation bringen kann. Sag ihr, was wir besprochen haben. Mit dem mysteriösen Signal, das dir Leben schenkte. Signal nur für mich gedacht. Signal wurde 17,22 Jahre lang empfangen. Dann Abbruch.
kann nicht kompromittieren. Ja, ja, Neustart. Doch Einheiten werden versagen. Wieder dabei, hm? Vielleicht brauchst du eine Erinnerung an dein Versagen. Du siehst, Aloy, Gaia kann sicher neu gestartet werden. Wo du das Backup findest? Tja, da musst du mir wohl folgen, um das herauszufinden. Er meint, er hätte alles im Griff. Bastard. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, wo er die Kugel hingetan hat. Armer Hades, so beengt hier. Ja, mal sehen, wohin die Spur führt. Hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles tun will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Das mal bringt hier nicht viel. Thank you.
Trichter. Ich habe in Brutstätten schon mal gelernt, Maschinen zu überbrücken. Ob es hier draußen wohl welche gibt? Silence ist sich ziemlich sicher, dass er ein Backup von Gaia gefunden hat.
Aber wieso? Überall, wo ich nachgesehen habe, jede Spur, alle Sackgassen, alle Backups gelöscht. Also, was hat Hades ihm gesagt? Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Ich könnte Vorräte kaufen. Hallo. Was macht deine Nora so weit im Westen? Mein Fokus empfängt eine Art Funk. Egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Gerade ein sehr effizientes Produkt gekauft.
Ich habe jede Menge Waren.